Seid gegrüßt, liebe Gefährten, zu Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Unsere Vorbereitungen für die große Schlacht sind abgeschlossen. Die Uruks werden bald hier sein. Wenn ihr kämpfen wollt, kommt auf den Wall. Ach so, okay. Also erstmal soll ich zu dir hin und jetzt soll ich wieder zurückrennen. Was soll das? Ja, komm. Das ist kein Orkhorn. Öffne das Tor! Einst bestand ein Bündnis zwischen Elben und Menschen. Vor langer Zeit kämpften und starben wir Seite an Seite. Wieder mit den Menschen in die Schlacht zu ziehen, erfüllt uns mit Stolz. Jo, das große Kloppen geht endlich los. Die Schlacht um Helms Klamm. Und Legolas ist mit uns dabei. Supi, supi. Was haben wir denn da? Wir haben irgendwelche drei Fuzzis, die auf Leitern hochgeklettert sind. Oh, und da kommt ein Feuerball vorbei. Okay. Ja, was haben wir denn? Urukschwinger, ein effektiver Dreifach-Nahkampfangriff. Waldlandhieb, zwei mächtige Schwertangriffe. Und Zorn Loriens, Legolas mächtigster Schwertangriff. Ja, was machen wir denn? Was mache ich denn? Komm, kloppen wir auf dich drauf. Das will ich ja mal sehen, du. Nice. Aber hat den nicht kaputt geschlagen? Das macht mir etwas mehr Sorgen. Berserker Zorn. Deren Profilbild sieht aber schon ziemlich kacke aus. Ja, was ist das für ein Gesicht? Kann ich nicht zulassen hier. Zorn der Lautwasser. Oh, hat ihn aber schon fast erledigt. Hat ihn fast kaputt gemacht. Der ist aber als nächstes dran. Den will ich also loswerden. Die sind stark. Das muss ich zugeben, die sind stark. Komm, Zorn der Zitadelle und dann ist er weg. Sauber. So, und jetzt will ich nicht, dass da irgendwelche neuen Fuzzis hochklettern. Das mag ich überhaupt nicht. Speerkunst. Keine Ahnung, was machen wir denn? Komm, ich will diese Leiter loswerden. Greif die mal an. Dreifach Critical. Ist er weg? Ja, ich glaube, der ist weg. Der ist kaputt. Supi. Das gefällt mir. Und komm, einfach Uruk schwingen auf den da, damit er weg ist. Na, solange ihr auf Legolas draufkloppt, ist mir das kackegal, was ihr hier macht. Was ist das? Ja, ich würde mal sagen, die Leiter machen wir jetzt auch kaputt. Und ich glaube, die ist auch weg. Ah, sorry. Nein, die ist nicht weg. Die ist nicht weg. Mach die auf jeden Fall kaputt. Ich will den da nicht haben. So, jetzt ist er weg. Dann wirst du noch ein bisschen weggespült. Beziehungsweise nicht. Du lebst noch ein bisschen. Aber gleich nicht mehr. Du wirst schön aufgespießt. Ach, verdammt. Das war mies. So, aber jetzt Zorn der Zitadelle und dann bist du weg. Nice. So, oh mein Gott, ich liebe diese Schlachten hier. Die sind so episch. So, jetzt müssten wir aber das Ding loswerden. Und weg ist es. Sieg! Die Stellung konnten wir halten.
Oh yeah. Alles klar. Itrial steigt auf. Eligos steigt auf. Oh, und wir haben neue Ausrüstung. Wir können uns nicht mehr lange halten. Schnell hinunter, wir müssen ihnen helfen. Lauft, schnell. Ja, runter mit dir, du Arsch. Du hast kein Ticket hierfür. Berserkerschlag. Nochmal. Gegenangriff. Alles klar, jemand braucht Heilung. Das sehe ich doch jetzt schon. Galadriels Gabe. Ein bisschen Heilung für dich. Autsch. Dafür kriegt die auch ein paar Schläge. So, Legolas ist wieder mit uns dabei. Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Komm mit uns, Legolas. Du musst aber auch treffen. Was bist du denn für einer? Du kannst ja gar nichts. Rüstung splittert. Ist ja mal volle Kanne in die Hose gegangen. Oh Gott, wir werden sterben. Na, dann werde ich halt jetzt einfach mal Ektelions Zorn auf den hier setzen. Ah nee, der war ja auch schon beschädigt. Ah! Ich wollte ihn eigentlich auf dann einsetzen, der viel GP noch hat. Verdammt. Autsch, das hat wehgetan. Berserker Zorn. Gegenangriff. Braucht irgendwer Heilung? Ich glaube nicht, nee. Ich denke, da können wir wegspülen. So, und jetzt habe ich jede Menge Leitern frei. Die müssen weg. Oh nein, da kommt schon jemand hochgeklettert. Nein! Das ist so ein Armbrustschütze. Urukbolzen. Feindestaumeln. Oh, kritischer Schaden. Itrial ist demnächst wieder dran, ja. Na, den... Ja, oh, den können wir wiederbeleben, falls nötig. Jetzt muss erstmal diese Leiter weg. So, weg damit. Ja, komm, greif ruhig den Legolas an, der kann nichts. So, den da loswerden denn oder den da? Greifen wir erstmal den da. Schauen mal, was passiert. Der lebt noch. Autsch. So. Oh, die Musik, die ist auch geil. So, Galadriels Gabe. Dann ist der Typ auch wieder fit. Supi. Ja, komm. Pferdeherrenhieb. Ha! So, und dann machst du mal schön diese Leiter kaputt. Pfeil der Stille. Wird wahrscheinlich Magiefähigkeiten oder einfach irgendwas abschalten. Werden wir gegebenenfalls sehen. Ja, keine Handlung. Super. Dann machen wir mal hier. Und die Leiter ist weg. Jetzt kommt der Pferdeherrenhieb. Bäm. So, und dann werden wir Ektelions Zorn. Was? Die Leiter war schon schwer beschädigt? Oh, okay. Na, dann war ja das eher nutzlos. Egal. Haben gewonnen. Haha. Yes. Eowyn steigt auf. Beritor steigt auf. Oh, und es gibt wieder neue Sachen. Und neuer Kampf. Denn die Stellung haben wir noch lange nicht gesichert. Überall sind Leiter, die wir kaputt schlagen müssen. So, du bist als nächstes dran. Dann kriegst du erstmal Zorn Loriens. Kaputt.
Dann kümmern wir uns auch direkt hier um die Leiter. Die muss weg. Ich will die kaputt haben, verdammt. Autsch. EAO, den kriegt Schaden. So, Zorn der Zitadelle und dann ist das Ding weg. Ich hätte den anderen Berserker auch kaputt schlagen können. Das wäre vielleicht eleganter gewesen. Ekstase, führe 2 zusätzliche magische Aktionen aus. Ja, nee. Will ich jetzt nicht unbedingt, aber ich kann Gesundheitsentzug machen. Warum denn nicht? Gib mir dein GP. Nice. So. Zorn Loriens. Zorn Loriens. Los geht's. Warum benutzt du eigentlich nicht deinen Bogen? Versteck dich doch schön hinter uns und dann machst du schön Bogenangriff. Nein, du kämpfst mit Schwertern. Bist du dumm, Legolas, oder was? Kannst du doch nicht bringen. So, jetzt will ich diese Leiter da loswerden. Ach, komm, schlag ruhig den Legolas zusammen. Der gehört nicht zu uns. Nee, der gehört nicht zu uns. Wir machen unser Ding und er macht sein Ding. So, das Ding ist weg. Rüstung splittert. Und Zorn der Zitadelle. Oh, ich muss wieder was an der Genauigkeit tun. Das geht mir viel zu oft daneben. Zorn Loriens. Kommt, Leute. Ihr müsst doch einfach nur auf den draufschlagen. So einfach zu verfehlen ist er nicht. So. Jetzt will ich die Leiter da loswerden, bevor da irgendjemand hochklettert. Das mag ich nämlich nicht, wenn da jemand ankommt. Das Ding steht immer noch. So, jetzt kommt Idrial und macht das Ding weg. Nice. Supi dupi. Das läuft doch super hier. So verteidigt man eine Feste und nicht anders. Oh yeah. Das sind deine Zauberkunststücke, Saruman. Tja, scheiße. Die Mauer gesprengt, weil Legolas einfach nicht in der Lage war, den einen Tupi kaputt zu schlagen. Vielleicht zu seiner Verteidigung kann man sagen, dass dieser Typ vielleicht besonders gezüchtet wurde, um halt solche Pfeile auszuhalten. Kann man vielleicht zur Verteidigung sagen. Aber die Mauer ist jetzt kaputt. Jetzt kommen Leute rein, die überhaupt kein Ticket haben, hier reinzukommen. Finde ich total uncool und sowas. Setze ich Aura der Valar ein? Ist schwierig zu sagen. Na, auf sich selbst. Nur für alle Fälle. Sollte irgendein Kack passieren. Kann ja immer wieder vorkommen. Ich könnte mich auch jetzt schon mit dem Zeug alles ausrüsten, aber das mache ich später. Das mache ich alles später. Jetzt wollen wir erst einmal wütender Hieb. Wollte ich eigentlich nicht machen. Eigentlich wollte ich Rüstung splittern machen. Und Gimli ist an unserer Seite. Hey, Gimli. Das finde ich supi. So, was hast du denn? Zorn Erebors, effektiverer, aber langsamer Axthieb. Zorn Morias, der tödlichste Axthieb von Glóins Sohn. Zorn des Balrog, langsamer Schlag, der den Gegner betäubt. Warum denn nicht? Kann ich nämlich nicht gebrauchen, dass jemand hier schlagen will. Nice. Hast du gut gemacht. Ektelions Zorn. 1, 2, 3. Oh oh. Passt bloß auf die auf. Lunte entfachen.
Das sind reinste Selbstmordattentäter. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Das sind Selbstmordattentäter. Die müsst ihr loswerden, diese Pioniere. Das ist ganz schlecht, wenn die Bombe da hochgeht. Komm, mach den kaputt, bevor irgendetwas Schlimmes passiert. Ich habe noch nie gesehen, wie so eine Bombe hochgegangen ist. Aber das wollt ihr auch nicht wissen. Ich glaube, das will man überhaupt nicht wissen, was da passiert. Na toll, es kommen immer mehr Leute hier plötzlich angerannt. Rüstung splittert. Igelattacke. Oh, der kann GP aufsaugen. Wie freundlich. Urukschwinger daneben. Und wieder ausgewichen. So. Den wollen wir auch betäuben. Der soll bloß nicht drankommen. Nice. So gefällt mir das. So, der ist aber als nächstes dran. Der braucht aber nur einen Zorn der Zitadelle. Ham, ham. So, wer kommt jetzt an? Och, noch so ein Urukai. Urukschwinger. Daneben. Gegenangriff. So. Ja, nochmal. Rüstung splittert. Erledigt. Und da kommt ein Berserker angelaufen. Na, der sieht ja freundlich aus. Trotzdem hat er kein Ticket hier, um mitzumachen. Von daher wird er rausgeschmissen. So, Galadriels Gabe. Du musst dich heilen. So, wen wollen wir denn jetzt betäuben? Du da. Du wirst betäubt. Du hast mir nämlich sonst zu viel Spielraum. Und dann, du bist als nächstes dran. Zorn Morias. Bam. Nice. Und dann gibt's noch einen Duschgang und du bist weg. Sehr gut. Oh nein, da kommt noch so ein Selbstmordattentäter. Urukschwinger. Mein Gott, die drehen hier alle durch, das sag ich euch. So, den da loswerden. So schnell wie möglich. Doppelcritical. Bam! Und da geht der in die Luft. Schön. So, was haben wir jetzt hier alles für Tupis? Wer ist denn hier als nächster dran? Du, Ektelions Zorn. Oh, die kannst du nur daneben schlagen. Aua. Igelattacke. Oh, das hat schon ordentlich abgezogen. War auch ein kritischer Schaden. So, jetzt wollen wir wieder Leute betäuben, glaube ich. Sonst dreht das hier wieder wie total durch. So. Schon wieder eine Igelattacke. Gefällt mir nicht, was hier abläuft. Oh, die greifen an. Die greifen an hier. Das mag ich nicht. So, wen haben wir denn als nächstes hier? Rüstung splittert. Und dann reicht ein normaler Angriff, ich denke schon. So, erledigt. Oh, da kommt jemand mit zwei Schwerterchen. Der fühlt sich ganz cool hier. Das ist ein Schwertveteran. Aha. Na, dann schauen wir mal, wie du nach einem Waschgang aussiehst. Schwertveteran, my ass. Du kannst ja gar nichts. Oh nein, Selbstmordattentäter. Lunte entfachen. Bloß nicht. Bloß nicht. Du verschwindest jetzt mal ganz, ganz schnell. Mit dir will ich nämlich nichts zu tun haben. So. Oh, da kommt der Nächste angelaufen. Was ist eigentlich euer Problem?
Okay, wenn ich ihn betäube, dann kann er sich nicht selbst entfachen. Von daher... Er ist eh kaputt gegangen. Bam! Aha, es kommen keine Leutchen mehr nach. Heißt das, ihr habt keine Reserven mehr? Das war's dann schon? Ihr Schlappschwänze! Rüstung splittert! Doch, es kommen doch noch Leute nach. Es geht nach Position. Verdammt. Feindestaumeln. Ausgewichen. Das war wichtig. Unsere Heilerin wollen wir jetzt nicht so leicht verlieren. Und ich will nicht, dass du deine Lunte hier entfachst. Von daher... Tschüss. Bäm. Da kommt jemand mit einer Lanze. Das mag ich ja überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Na dann, Zorn der Lautwasser. Steht aber noch. Uruk-Lanze. Autsch, okay. Oh, verdammt. Ja, den hat gerade Löffel abgegeben. Na, noch bin ich aber nicht hier in Panik. Den kriegen wir schon wieder auf die Beine. Oh mein Gott, die halten schon einiges aus. Oh. Oh. Wie machen wir das am besten? Erstmal den da loswerden. So. Okay, hier sind es nur noch zwei Reihen, die übrig geblieben sind. Feindestaumeln. Ausgewichen. Super. Und Gegenangriff. Das finde ich sogar noch besser. Ah, der Gimli, der steht auch nicht mehr lange. So. Du kannst aber nicht wiederbeleben, oder? Dann muss ich halt einfach... Elbenmedizin, da. Dann benutzen wir halt das. So, oh, und mit voller GP wieder zurück. Nice. Nice, nice. Du kannst eure Gesundheit lenken. Ja, dann lenk doch mal auf den Gimli. Hat ein bisschen was bekommen. Und... Oh, Fluch der Uruks. Warum habe ich das eigentlich nie so eingesetzt? Weil es einfach keinen Schaden macht. Dümmerchen. So, wegspülen. Dann ist das auch schon erledigt. Och nein. Wie viele von den Selbstmordattentätern habt ihr? Und der hat jetzt definitiv einfach keine AP mehr. Aber das hat gereicht, um den kaputt zu schlagen. So, Rüstung splittert. Jetzt müssen wir nur noch die Position erledigen, dann haben wir es geschafft. Ein anstrengender Kampf, muss ich sagen. Doch, ein ziemlich anstrengender Kampf. Fluch der Uruks. So. Wer kommt da jetzt noch an? Ein Armbrustschütze. Der kriegt erstmal eine schöne Axtattacke ab. So als Begrüßung, dass er über die Mauer gegangen ist. Oh, schön in die Hüfte rein. Aua, aua. So. Das war's noch nicht. Es kommen immer noch Leute. Mein Gott, wenn die nichts Besseres zu tun haben. Fluch der Uruks. Doppel-Critical. Oh nein. Wer bist du denn? Was willst du denn hier? Da kommt so ein verdammter Magier an. Giftige Gruben. Interessiert mich nicht. Du bekommst jetzt die Axt zu spüren und bist weg. Es kommen immer noch Leute.
Merkt ihr nicht, dass ihr am Verkacken seid? Jetzt könnte ich AP gebrauchen. Dann muss das also tun. Dreifach Critical. Und Sieg. Das war's. Hahaha. Super. Auf Eau, den gibt's keinen Aufstieg. Das ist schon ein bisschen bitter. So. Super. Super duper. So, wir haben es irgendwie geschafft. Was heißt hier mit irgendwie? Ich habe die alle voll geowned. Hi du. Sie brechen durch das Haupttor. Verstärkt das Haupttor. Ja. Erstmal will ich chillen. Erstmal muss ich chillen. Nanu, was macht das Bild hier mit der weißen Hand drauf? Wer hat denn das eingesammelt, bitteschön? Okay. Ja, betteln tun wir gleich. Ich muss erstmal mich hier rum kümmern. Ein bisschen für die Stärke. Stärke und Geschick. Du bekommst natürlich immer wieder Geist. Und auch ein bisschen Tempo. Stärke und Geschick. Du bekommst nur Stärke. Nur Stärke. Das war's auch so. Jetzt gibt's Ausrüstung. Einen Helm. Darfst du haben. Pike der Urukai. Darfst du auf jeden Fall haben. Und du hast noch etwas. Verstärkte Lehner Armschienen. Ja, darfst du haben. Beretor, Langschwert Numenors. 71 gegen 66. Stärke wird auch erhöht. Passt. Darfst du haben. Kampfschild der Urukai erhöht Stärke. Rüstung ist etwas weniger, aber es erhöht die Stärke. Ein bisschen, ja. Na komm, ich will so einen coolen Schild haben. Der sieht doch verdammt cool aus. Und Bauchreifen der Brunnenwache. Ja, das tut's ja dann wieder ein bisschen weg. Oh, ist das ein schönes Röckchen, das du jetzt anhast. So, Isengard Entermesser. Das Geist? Nee. Aber es ist ein bisschen von der Stärke her besser, von daher. Armschienen aus Minas Tirith. Ja, warum nicht? Und du kriegst nichts, weil du einfach nichts drauf hast. Mein Gott, das war aber ein bisschen anstrengend hier. Junge. Mussten ja schon ordentlich was hier tun. Das wollen wir natürlich speichern. Und machen dann im nächsten Part weiter mit der Schlacht von Helms Klamm. Bis dann.